Bist du sicher? Jetzt? In der Weltwirtschaftskrise? Als Frau? Mit Bio-Sachen? Mein Umfeld überschüttete mich mit lauter Zweifeln, als ich es wagte, an die Selbstständigkeit mit Biomode zu denken. Herzlichen Dank. Ich nähte also als Testlauf, um nicht ganz aufs Näschen zu fallen, eine kleine Kollektion von nur 6 Teilen und auch nur aus nur einem Stoff und in nur Weiß. Einzig mit kleinen Smoke-Einsätzen und mit Pärchen besetzt, um zu sehen, wie die Modewelt und deren Einkäufer wohl reagieren würden. Ich meldete mich für die Mercedes-Benz Fashion Week an, machte selbst die Modefotos und die Kataloge und war wie ein Anfänger am ersten Schultag viel zu früh und noch vor der Security von der Messe und viel zu verschlafen am Messestand. Auf dem Weg dorthin geriet ich mit dem Auto auch noch in einen der berühmten Berliner Kreuzungsstaus, wo nichts mehr geht und sich jeder fernab von Straßenverkehrsordnung und Ampelfarben seinen Weg sucht. Naja, Berlin überschüttete mich so sehr mit neuen Eindrücken, dass ich im Hotel Kempinski, wo meine Kollektion ausgestellt war, noch nicht einmal bemerkte, dass Justin Timberlake, der berühmte Sänger, im Fahrstuhl direkt neben mir stand. Damals war ja noch nicht die Zeit der Star-Selfies, also habe ich mir jetzt wohl auch nichts vorzuwerfen, ich habe auch nichts verpasst. Naja, die Messe war aufregend und auch ein voller Erfolg. Ich erhielt sogar Aufträge und wurde direkt im Anschluss nicht nur von der Pariser Prêt-à-Porter-Messe angerufen, sondern kam mit meiner gesmokten Kollektion in nur Weiß sogar in die Boda und in etliche andere Modezeitschriften. Toller Start, oder?